So, anhand der Aufgaben 10 bis 17 des Selbsttests werden jetzt einmal hier die Potenzgesetze erläutert und auch ganz grobe Regeln für die Logarithmen. Das ist ja die Umkehrfunktion für die Exponentialfunktion. Deswegen gehört das alles so ein bisschen zusammen. Wenn wir jetzt die Aufgabe 10 nehmen mit Potenz in Potenz, dann haben wir ja hier etwas, was wir mit einer Hochzahl, was wir nochmal hochnehmen. Und dabei haben wir hier eine Multiplikation. Warum wird da multipliziert? Die Sache ist die, und zwar, wenn wir x zum Quadrat haben, dann ist es ja nichts anderes als x mal x. Wenn wir jetzt x Quadrat und das Ganze nochmal hoch 3 haben, dann haben wir einmal das x Quadrat multipliziert mit dem x Quadrat mit dem x Quadrat. Und das Ganze teilt sich dann wieder auf in x mal x mal x mal x mal x mal x. Also haben wir daraus folgend 3 mal 2x, nämlich für jeden einzelnen Term jeweils zweimal das Ganze wieder aufgedröselt. Also hier analog x hoch 2 hoch 3, x ist hoch 2 mal 3 ist x hoch 6. Warum das Minus davor? Das liegt daran, dass das Minus nicht in gerader Potenz vorkommt, sondern in ungerader Potenz. Man kann es nämlich so wie hier auseinandergezogen schreiben. Und dann hat man minus 1 hoch 3 und minus 1 hoch 3 ist eben halt gerade minus 1. Also, was man sich merken kann, minus 1 hoch 2n ist immer 1 und minus 1 hoch 2n plus 1 oder minus 1, je nachdem, ist immer negativ, also bei geraden Zahlen. Bei geraden Potenzen kommt immer 1 heraus und bei ungeraden minus 1. So, dann können wir uns schon die nächste Aufgabe anschauen. Wir haben eine Wurzel über einer Wurzel mit einer Potenz. Dabei muss man wissen, als Gesetzmäßigkeit, dass die nte Wurzel irgendeines Ausdrucks, eines Terms, auch geschrieben werden kann als x hoch 1 durch n. Also, wenn man das jetzt so aufschreibt wie hier, hätten wir dann da stehen x Quadrat, Klammer drumrum, hoch ein Viertel, Klammer drumrum, hoch ein Fünftel. In der Aufgabe oben drüber haben wir gerade gelernt, wenn wir etwas hoch hoch haben, dann dürfen wir das Ganze multiplizieren wie hier. Also haben wir letztendlich ein Halb mal ein Viertel mal ein Fünftel. Wenn man das zusammenrechnet, kommt man auf ein Zehntel oder die zehnte Wurzel aus x. Wichtig ist das insbesondere beim Ableiten, weil so eine Wurzelfunktion abzuleiten ist wesentlich leichter später, wenn man sie sich als Potenz hinschreibt. Das werden Sie im Unterricht dann noch weiter vertiefen. So, wo sind wir jetzt hier? Ah, da. Hier haben wir in der nächsten Aufgabe, haben wir die gleiche Basis. Basis ist immer das, was unten schreibt, also Basis. Hochexponent, so für die Begrifflichkeit, hat man eine gleiche Basis, also x hoch n, und multipliziert das mit einem x hoch m, dann haben wir ja einmal da stehen x mal x mal x und so weiter, n mal. Und dann das Ganze multipliziert mit x mal x mal x und wenn man das so will, x und diesen m mal. Und dann haben wir natürlich insgesamt, wenn man das zusammennimmt, n plus m mal x.
Deswegen werden jetzt hier oben die Exponenten addiert. Also wir haben hier den einen Exponent 1 minus q plus den anderen Exponenten q minus 2. Und wenn man das jetzt zusammenrechnet, minus q plus q ist nichts. 1 minus 2 ist minus 1. Also haben wir 2y hoch minus 1. Und dann haben wir noch eine Regel hier gleich mit drin. Haben wir x hoch minus n, dann kann man dafür auch schreiben 1 durch x hoch n. Und genau das wurde da verwendet. So, hier in der nächsten Aufgabe kann man dann schauen, ob man jetzt alle Regeln so ein bisschen verinnerlicht hat. Wir haben zum einen eine Wurzel, die wir als Bruch schreiben. Wir haben etwas im Nenner stehen, das wir möglichst in Zähler packen wollen. Und dann wollen wir gerne gucken, was ist x? Wenn man also jetzt erstmal hier die Wurzel als Bruch schreibt, das ist ja hier eine zweite Wurzel, dann haben wir hier auch ein halb. Und immer dann, wenn man hier die Zahl weglassen kann, hat man da eine 2 stehen. Das ist so die Standardwurzel. So, und dann ist es so, dass man hier die 3 ja noch hat, die bleibt stehen. Jetzt kann man 3 mal ein halb rechnen, haben wir 3 halbe. Dann steht es noch im Nenner. Das heißt, wir haben hier also 1 durch x hoch n. Das ist genau das gleiche also wie x hoch minus n. Also haben wir 1 durch a hoch 3 halbe ist a hoch minus 3 halbe. Und das soll a hoch x sein. Wir sollen das jetzt nach x auflösen. Wir haben hier unten jeweils das gleiche stehen. Das heißt, wir brauchen nur die Exponenten vergleichen. Und dann folgt automatisch, dass x gleich minus 3 halbe ist. Also immer dann die Exponenten anschauen. So, mit der nächsten Aufgabe können wir gucken, ob wir das wieder alles verstanden haben. Denn auch hier haben wir wieder eine Wurzelfunktion, Exponent. Und wieder hier wollen irgendwo einen Exponenten was auflösen, haben unten die gleiche Basis. Also müssen wir eigentlich nur dieses Ding hier als vernünftigen Exponenten schreiben. Und das machen wir, indem wir wieder die Wurzel als 1 durch k aufschreiben. Das Ganze ausmultiplizieren, also Summand für Summand. Dann haben wir n mal k durch k gibt nur n plus m durch k bleibt stehen. Also muss x gleich n plus m durch k sein. Eine kleine Gemeinheit ist natürlich immer dabei. Hier haben wir ein Plus. Das heißt, alles, was wir kennen, funktioniert nicht. Hier geht es tatsächlich nur über einen kleinen Trick und die Aufgabe lässt sich nur deshalb lösen, weil man hier ein Mal hat. Und zwar kann man dafür schreiben, dritte Wurzel x plus, und jetzt nimmt man dieses Ding da auseinander, dritte Wurzel, was da untersteht, mal dritte Wurzel x. Und die dritte Wurzel aus 27, das ist nichts anderes als die 3. Naja, und dann haben wir hier ein mal die dritte Wurzel von x plus 3 mal die dritte Wurzel von x. Das heißt, wir haben insgesamt dann 4 mal die dritte Wurzel von x. Dann brauchen wir nur noch durch 4 teilen, dann sind die 4 auf beiden Seiten weg. Aber dritte Wurzel x ist a, also x ist gleich a hoch 3. Achtung, was Sie nicht machen dürfen, aber immer gerne wieder gemacht wird, ist, dass man sagt, okay, ich nehme die dritte Wurzel x plus dritte Wurzel 27x und nehmen das Ganze dann hoch 3. Dazu muss man dann richtig ausmultiplizieren. Wir haben hier nämlich ein Plus. Das heißt, das Ganze geht zwar los mit x, aber dann kommt danach 3 mal Wurzel x, dritte Wurzel x zum Quadrat mal dritte Wurzel 27x plus und so weiter. Das ist also noch richtig, richtig lang. Und das Ganze muss man dann auflösen. Das ist nämlich so ähnlich wie bei einer binomischen Formel, nur das Ganze mit hoch 3. Das ist also keine binomische
binomische Formel, sondern etwas anderes. Das heißt also, hier müssten Sie wirklich aufpassen, nicht einfach da die Wurzeln wegmachen. Bei einem Plus ist das nicht erlaubt.